schnellsten genähte Kleidungsstück ist ganz klar die Windel, denn die ist wirklich super fix genäht. Ich nehme für die Windel immer gerne Frottestoff und das Tolle daran ist, selbst wenn man mal keinen Frottee daheim hat, da kann man auch ganz einfach irgendwie ein altes Gästehandtuch oder so nehmen oder so einen großen Waschlappen, den man noch übrig hat, was man da noch vielleicht im Schrank findet, was man nicht mehr braucht. Man kann aber auch, wenn man sagt, okay, man hat überhaupt keinen Frotte im Haus, da zum Beispiel einen Vlies oder einen Sweatshirtstoff holen, irgendwas, was ein bisschen dicker ist. Wir starten ganz einfach. Wir haben hier unser Stück zugeschnitten und werden jetzt einmal rundum alles versäubern. Entweder mit der Overlock, dann wird es am schönsten, oder mit einem engen Zickzackstich. So sieht die Windel dann aus, wenn sie einmal rundum versäubert ist. Jetzt brauchen wir zwei Stücke Klettband. Dann habe ich mir jetzt ein bisschen größeres Stück, also jetzt hier zum Beispiel bei der großen Windel, dass es fast so die Höhe hat und ungefähr 2 cm breit ist. Das brauche ich zweimal. Und das müssen wir dann einmal festnähen. Und zwar ist es so, ich habe jetzt sozusagen quasi die rechte Stoffseite oben liegen. Das macht bei meinem Stoff keinen Unterschied, aber wenn ihr einen gemusterten Stoff habt, ist das ja wichtig. Also die rechte Stoffseite liegt oben. Dieses kleinere Teil ist unser Vorderteil. Da kommt das Klettteil mit den Häkchen dran. Und zwar wird das dann auf die rechte Stoffseite einmal hier in den Ecken festgesteckt und gleich angenäht. Jetzt kann ich die Windel einmal umdrehen, sodass die linke Stoffseite oben liegt. Und dann kommt hier ans Rückenteil, also ins größere Teil, kommen die weichen Klettteile. Die Klettteile werden nun angenäht, einfach mit einem Geradstich, einmal rundum und dann vielleicht noch so ein Kreuz durch, damit es auch wirklich gut hält. Und dann ist die Windel auch schon fertig. Und so können mit der fertigen Windel die Puppeneltern dann ganz stilecht der Puppe die Windeln wechseln.